So, ihr Lieben, wir sind wieder da mit Kate Walker, die hier sehr viel walkt, ne? I'm walking. Und wir gehen einfach mal weiter zu... Walk mal ein bisschen schneller, Kate. Die macht ihren Namen nicht immer alle Ehre. Ja doch, jetzt geht's. So wollen wir das sehen. Jo, wir müssen schon wieder zu dem guten alten Oscar. Ja, ich würde jetzt gerne singen, Oscar ist für alle da. Aber Oscar ist nicht für alle da. Der nervt. Und dieses Pfeifen macht mich aggressiv jetzt. Ich hoffe, wir können nun losstarten. Das wird sich herausstellen. Okay. Hier hast du die Abfahrerlaubnis. Hier bitte. Und jetzt lass uns los segeln. Mal gespannt. Hier das Dokument, das die Abfahrt des Zugs aus Valladolid rechtmäßig macht. Genau. Perfekt. Danke, Kate Walker. Bitte. Ja, und jetzt komm, können wir losdüsen. Ich bin es noch einmal. Guten Tag, Kate Walker. Können wir jetzt los? Warum fahren wir nicht ab, Oscar? Die Bestimmungen sind eindeutig. Ich warte auf Ihre Fahrkarte, Kate Walker. Okay, die kannst du nicht haben. Nicht, dass mir unsere Unterhaltung... Auch ich... Ja, auch du hast hier mal, was zu tun hier. Komm. Hier, Oscar. Können wir jetzt abfahren? Geht's. Ich kann die Fahrkarte momentan nicht annehmen. Was? Behalten Sie sie. Ich verstehe nicht, warum wir nicht abfahren können. Warum? Wir können es uns nicht leisten, diesen Zug noch länger aufzuhalten. Ich möchte nicht unhöflich sein, Kate Walker, aber ich befürchte, dass noch nicht alle Bedingungen für die Abfahrt erfüllt sind. Wenn das ein Witz sein soll, Oscar, so kann ich nicht darüber lachen. Ich auch nicht. Ich muss Hans Vorarlberg unbedingt so schnell wie möglich finden. Ich habe genaue Anweisungen, nach denen ich mich zu richten habe. Es gibt 3 Stellen in der Garderobe, an denen 2 wichtige Objekte platziert werden müssen. Dies ist die Voraussetzung, um den Zug in Gang zu setzen. Aber wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden, ich muss die Abfahrt vorbereiten. Dann muss ich mich wohl nach diesen Anweisungen richten. Mann, was geht mit dem? Ey, der ist zur puren Schikane in dieses Spiel eingebaut worden, ey. Ich bin mir sicher. Das gibt es ja nicht. Na gut, was machen wir jetzt? Mal überlegen. Wir gehen einfach mal... Ja, wir gehen jetzt zurück. Ich hab keinen Bock mehr jetzt auf Oscar. Echt, Leute. Ich muss hier ein bisschen, ne? Also... Oscar halt, ne? Lauf schnell, okay. Der regt mich auf. Wir gehen jetzt einfach mal links hoch. Da waren wir nämlich auch noch nicht. Also jetzt nicht hier bei der Weggabelung, sondern vor unserem schicken, schnöden, geilen Hotel und so. Stundenhotel. Was auch immer. Mann, der Oscar. Das ist so einer. So ein Korinthenkacker, echt. Selten sowas erlebt. Da gehen wir jetzt hoch, würde ich mal sagen, weil da waren wir eigentlich auch noch nicht so richtig. Los, Kate! Renne! Um dein Leben! Aha! Und mit dem haben wir noch nicht geredet, schätze ich. Dann sagen wir hallo. Hallöchen! Guten Tag, gnädige Frau. Hi. Man freut sich doch immer wieder, wenn man eine so hübsche junge Dame in den Straßen unserer guten alten Stadt trifft. Setzen Sie sich doch, dann können wir ein wenig plaudern. Das täte ich wirklich gern. Doch leider habe ich keine Zeit. Ein anderes Mal vielleicht. Das hoffe ich sehr, gnädiges Fräulein. Wissen Sie, noch früher, da waren diese Straßen voller Leben. Damals traf man immer irgendjemanden. Ach ja, unser gutes altes Valladolid ist nicht mehr das, was es einmal war. In der Tat, es scheint sich hier einiges verändert zu haben. Das ist eine Geisterstadt. Unsere Kinder haben das Tal verlassen. Irgendwie mussten sie ja ihren Lebensunterhalt verdienen. Man kann es ihnen nicht übel nehmen. Das ist der Lauf der Zeit, wissen Sie? Und auch die Manufaktur Vorarlberg bietet den jungen Leuten heute keine Perspektive mehr. Glauben Sie mir, es ist nicht einfach, fernab der Welt zu leben. Und dabei ist Valladolid so ein hübsches Dorf. Schleimer. Man merkt doch gleich, dass Sie nicht von hier sind. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, mein Fräulein.
hat uns voll durchschaut, ne? Es ist wirklich ein schönes Dorf. Hm, eine Brücke. Da hechten wir mal rüber. Die haben auch keine Autos in der Stadt. Das ist unglaublich. Da müssen die keine TÜV-Plaketten an ihre Autos kleben. Und Motorräder habe ich auch noch nicht gesehen. Und hier ist offen. Da war übrigens im vorigen Spielverlauf, also wenn wir vorher hergekommen wären, wäre dazu gewesen. Oh, Telefon! Ich bin wichtig! Hallo? Kate, und? Was gibt's Neues? Wir haben da ein kleines Problem, Herr Marson. Was denn für ein Problem? Ich bitte Sie, Kate. Nun rücken Sie schon raus damit. Es gibt da vielleicht einen Erben. Was? Hans, der Bruder von Anna Vorarlberg. Es scheint, als würde er noch leben. Wir können die Fabrik nicht ohne sein Einverständnis kaufen. Was erzählen Sie da? Wo soll denn dieser Bruder auf einmal herkommen? Und kein Plan. Was sagt denn der Notar dazu? Nichts. Das heißt, nichts, was uns helfen könnte. Wissen Sie, ein merkwürdiges Land ist das hier. Komische Leute und erstaunliche Dinge. Allerdings. Ich verstehe das alles noch nicht richtig. Ich muss noch ein paar Nachforschungen anstellen. Hören Sie zu, Kate. Universal Toys ist einer unserer wichtigsten Kunden. Also merkwürdig oder nicht, Sie kehren erst dann nach New York zurück, wenn die Angelegenheit geregelt ist. Ist das klar? Ja, Herr Marson. Sie können sich auf mich verlassen. Ich... Mist. Der hat uns aus der Leitung gepfeffert. Ach, so ein unhöflicher Chef. Also wenn wir berühmt geworden sind durch dieses Computerspiel, suchen wir uns einen anderen Chef. Also so viel ist mal sicher, ja. Kate, nicht wahr? Okay. Dann versuchen wir da einfach mal reinzugehen, würde ich mal sagen. Oh, schaut euch mal den Baum an. Echt schön, oder? Mit Moos bewachsen. Toll. So, da geht's sogar auf. Das ist doch mal eine schöne Sache. Ein Kreuz. So. Gucken wir mal. Ah, das können wir bewegen. Sehr gut. Da war ein Schlüssel drin. Schlüssel ist immer gut. Schauen wir mal hier. Ah, da können wir doch den Schlüssel verwenden. Ach, falsch. Was mache ich denn? Hier, das wollte ich haben. Da hinein. So, da können wir mal aufmachen. Ah, da ist eine Karte gewesen. Ist das nicht schön? Dann wieder zumachen. Wieder aufmachen. Da ist auch eine Karte. Ist das nicht schön? So, und hier ist keine Karte. Aber da hinten ist irgendwas. Seht ihr das? Drehen wir doch einfach mal an meinen Nachfolger, dem Pfarrer der Gemeinde Valladolid. Ah, das Beichtgeheimnis ist ein Gelübde, das wir niemals brechen dürfen. Mhm. Sie werden verstehen, dass dieses Schreiben die Frucht langer und schwieriger Überlegungen ist. An einem Tag im März 1938 klopfte Rodolf Vorarlberg an meine Tür. Ich war damals ein noch sehr junger Pfarrer und so weiter und voll von seiner Persönlichkeit beeindruckt und so weiter und erst ganz neu. Ein Regentag, ich erinnere mich genau, sehr wichtiges Detail. Es war völlig durchnässt, wie es auch jetzt immer durchnässt ist, auf seinem Gesicht der Ausdruck unendlichen Leids. Toll. Er verkündete mir mit zusammengepressten Zähnen, nicht Lippen, die Augen voll von Schmerz, dass sein Sohn Hans soeben gestorben sei und bat mich, diesen sofort zu segnen. Aha, das ist das, was Anna Vorarlberg in ihr Tagebuch geschrieben hat. Ja, okay, da war dann der Sarg. Er war verschlossen und Herr Vorarlberg hat ihm erklärt, er wünsche eben nicht, dass der Leichnam seines Sohnes, der in Stücke gerissen am Fluss eines Abgrunds aufgefunden worden ist, gesehen wird. Ja, ein Unfall und so weiter, der darauf zurückgeführt wird, dass Hans trotz seiner 18 Jahre nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war. Mhm, das war die Inszenierung. Und unser guter Herr Pfarrer, der dies geschrieben hat, hat ihm geglaubt. Er hat die Messe zelebriert, ohne die Leiche gesehen zu haben. Ja, Einige Jahre später dann, lang nach dem Tod ihres Vaters, hatte Anna einen Unfall in der Manufaktur, der ihr fast das Leben gekostet hätte, weil es die Tatsache, dass sie dem Tod nur knapp entronnen war und so weiter. Auf jeden Fall hatte Anna eben das Bedürfnis zu beichten. Ja. Und dann hat er die Wahrheit erfahren. Der Körper ihres Bruders Hans ruhte nicht im Familiengrab, sondern er lebt. Ja,
Und er hat einen leeren Sarg gesegnet, ne? Na gut, kann man ja aber als vorbeugend werden, oder? Ich denke, man kann sicher auch vorbeugend segnen, oder? Weiß ich nicht. Ich selbst war Teil eines finsteren, ursinnigen Spiels und so weiter und so fort. Also er beklagt sich. Und ja, wir sacken das hier noch ein und machen die Schublade wieder zu. Denn die Zeit ist auch schon wieder um. Sacken hier noch alles schön ein. Sind noch ein paar Karten und mehr ist es nicht. Und dann sage ich, bleibt dabei und schaut wieder rein. Adiamus. Und bis dann.